Herzlich willkommen bei Borussia Dortmund. Die Tinte ist trocken. Du bist Teil vom BVB. Was löst das in dir aus? Freude, pure Vorfreude auch. Ich bin gespannt auf die Jungs, die irgendwann dann kennenzulernen. Ich glaube, jetzt erstmal geht's ein bisschen in Urlaub, ein bisschen Zeit zu verbringen mit der Familie, nochmal zu regenerieren. Und dann freue ich mich auf die Jungs, auf das Ganze hier, auf die Fans vor allem auch, dass wir da auch unbeschreibliche Momente erleben können zusammen. Ja, es hat in den letzten Wochen ein bisschen Fahrt aufgenommen. Es war auf jeden Fall ein unglaubliches Gefühl, weil der BVB ist ein Riesenverein, hat unglaubliche Fans. Das ist für mich was sehr, sehr Besonderes gewesen. Einer der größten Vereine ist auf einen zugekommen und hat gesagt, wir wollen dich haben. Da musste ich auch erstmal ein paar Tage drüber schlafen, ehrlich gesagt. Aber ja, relativ schnell ist mir dann auch klar geworden, dass ich das machen will und einfach sehr froh auch jetzt bin, hier zu sein. Ich glaube, was für eine Wucht im Stadion man entwickeln kann, wird einem dann erst deutlich, wenn man dann vor der gelben Wand steht. Aber auch der Verein, was für eine Wucht man entwickeln kann. Es war auf jeden Fall immer laut. Ich bin ein Typ, der viel kommuniziert eigentlich auf dem Platz. Das hat aber dann auch schon sogar der Nebenmann nicht mal mehr gehört. Das war schon sehr, sehr besonders natürlich. Aber so richtig wahrgenommen hat man das natürlich als Gegenspieler, sage ich mal, nicht. Deswegen bin ich umso glücklicher, auch jetzt hier zu sein, um das alles hautnah zu erleben. Und ich bin einfach nur gespannt und froh, hier zu sein. Nur Positives natürlich erzählt, was für ein Riesenverein das ist, was für eine Wucht man entwickeln kann. Vor allem auch, wenn man erfolgreich ist. Auch gesagt, dass es nicht einfach immer ist, weil der Druck ist schon enorm. Aber ich glaube, so wie ich die Jungs kennengelernt habe, konnte jeder damit umgehen und weiß auch, wenn man erfolgreich ist, was für ein Riesenverein das ist. Und ja, überredet haben sie mich jetzt nicht. Die haben schon mir die Entscheidung überlassen. Aber klar, wenn man dann sich gut versteht, dann fällt es auch einem noch einfacher, zu etwas Ja zu sagen. Und das war auch von Anfang an der Fall. Auch Menschen, Emre, Schlotti und auch Fülle, die auch immer gewinnen wollen. Auch genau das, was ich, wie ich auch selber bin. Deswegen war es mir dann auch, fiel es mir auch einfacher, dann auch Ja zu sagen. Ich hasse es zu verlieren und ich liebe es zu gewinnen. Und ich bin ein Typ, der wirklich alles dafür tut, um Spiele zu gewinnen. Auch wenn das Spiel nicht mehr so lange dauert. Es wird nie das Thema geben, dass man aufgibt oder so. Deswegen ist das, glaube ich, so ein Kernpunkt, den ich habe in mir drin, dass ich immer gewinnen will und es auch nicht mag zu verlieren oder hasse, ehrlich gesagt. Und ja, das ist so die Mentalität, darauf können sich die BVB-Fans freuen. Ich war immer großer Fan von Piqué damals. So ein bisschen auch der so mit in der Entscheidung vielleicht drin. Ich weiß nicht, es war einfach ein Gefühl. Wie auch schon vorher mit meiner Nummer 2, die ich hatte. Ich finde dann jetzt aber, wollte ich was anderes. Und ja, am Ende habe ich mich dann für die 3 entschieden. Wenn man mich jetzt nach persönlichen Zielen fragt, dann werde ich immer sagen, dass wir Erste werden wollen. Das habe ich, seit ich denken kann, eigentlich immer verfolgt, das Ziel. Aber ja, es wird natürlich ein harter und schwieriger Weg. Aber ich glaube, jeder möchte das Maximale erreichen und das versuche ich auch persönlich und auch dann mit allen zusammen zu erreichen. Was ist ein Spitzname? Ja, ganz einfach eigentlich Waldi. Das ist so, glaube ich, der einfachste für alle, das sich zu merken. Ansonsten habe ich jetzt ich persönlich keinen anderen Spitznamen mehr.